Hallo Leute, willkommen hier, mitten aus der Natur des Schwarzwaldes. Ja, heute möchte ich eine leckere Fischsuppe für euch kochen. Hier habe ich einen besonderen Saibling und ja, ich möchte auch in dem Video ein wenig näher auf diesen Fisch hier eingehen, euch ein wenig zur Zubereitung des Fisches was erklären und auch allgemeine Hinweise, ja, über diesen Saibling, über Hinweise, wie man einen frischen Fisch erkennt, wenn man ihn jetzt, so wie ich, natürlich nicht hier in einem Bach gefangen hat, sondern in einem Supermarkt des Vertrauens, ja, sich besorgt hat. Also, ich möchte euch herzlich einladen. Ich kann nur sagen, Hunger ist der beste Koch und ich habe einen riesen Hunger. Wir werden uns jetzt hier in diesen wunderschönen Tannenwald zurückziehen. Dann werde ich mein Setup aufbauen und dann geht's schon los mit der Kocherei. Einige von euch haben natürlich bei meinem Facebook-Post gleich gemerkt, dass ich diesen Saibling nicht selbst gefangen habe, sondern ihn bei meinem Lieblingsfischhändler der Fischveredelung Walter Huck gekauft habe. Und da möchte ich euch gleich den Tipp geben, falls ihr einmal hier im Schwarzwald Urlaub macht und ihr fahrt zufällig Richtung Villingen, St. Georgen, so die Richtung. Dort gibt es einen kleinen Teilort, der heißt Peterszell. Und dort steht der Fischwagen. Und ja, dort gibt es eben diesen frischen Fisch. Aber das Besondere, dort werden auch vor Ort frische Forellen und Saiblinge geräuchert, die sehr, sehr schmackhaft sind. Und auch hier aus dem Schwarzwald stammen, und zwar aus Alpirsbach, stammen diese Fische. Woran erkenne ich denn jetzt einen frischen Fisch und warum muss der Fisch eigentlich frisch sein? Ja, das ist also so, dass die tierischen Produkte ziemlich viel Eiweiß enthalten, gerade Fisch. Und Eiweiß kann sehr schnell verderben und verdorbenes Eiweiß, das tut unserem Körper gar nicht gut. Da bekomme ich ganz schnell Übelkeit und das wollen wir ja nicht. Also muss der Fisch frisch sein. Das erkenne ich daran im ersten Blick. Ich schaue mir an, wo wird der Fisch verkauft? Sieht es ordentlich da aus? Sieht es ja, sauber aus, dann schaue ich mir den Fisch an. Glänzt der Fisch? Hat er noch seine Schleimschicht außen? Sehen die Augen noch klar aus? Ja, sieht er einfach von der visuellen Sicht her frisch aus. Als nächstes, wenn ich den Fisch dann in der Hand habe, dann muss ich daran riechen. Es gibt das Sprichwort, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken und so ist es auch. Ich rieche also hier rein und der Fisch, ja, er riecht fischig, aber er darf nicht nach faulen Eiern oder so riechen. Auch nicht in einer Nuance, er muss also wirklich frisch riechen. Dann schaue ich mir nochmal den Fisch genauer an, näher. Ich gucke mir die Kiemen an, sehen die Kiemen noch hellrosa aus. Dann kommt der Drucktest. Ich drücke mit dem Daumen ins Fleisch hinein, hier an der Bauchseite. Und die Druckstelle sollte wieder zurückgehen. Es sollte keine tiefe Delle da bleiben, dann ist der Fisch auch nicht mehr frisch. Ja, Augen habe ich schon genannt, dass die klar sein sollten. Und ja, dann kann ich mir den Fisch also mit ruhigem Gewissen kaufen. Der wurde jetzt gestern von mir besorgt und ich habe ihn zu Hause kühl gelagert im Kühlschrank. Und auch heute noch ist er immer noch frisch. Er muss aber heute auf jeden Fall gegessen werden. Hier draußen sind auch kalte Temperaturen, also ich habe da überhaupt keine Bedenken. Was ist denn das hier für ein Fisch überhaupt? Das ist ein Saibling. Und der Saibling gehört zu den Raubfischen, das heißt, er ernährt sich auch von anderen Fischen, aber auch von Bachflohkrebsen zum Beispiel. Und den Saibling kann man sehr schön an seinen Punkten hier außen erkennen. Und er hat unten rote Bauchflossen und er ist so ein bisschen wie getigert hier oben, ziemlich dunkel am Rücken. Das sieht sehr schön aus, mir gefallen diese Fische sehr. Sieht ein wenig aus wie die Bachforelle, aber er ist etwas dunkler. Der Saibling gehört auch zu den Salmoniden, dazu gehört auch die Forelle, die Bachforelle, der Huchen und andere und auch der Lachs zum Beispiel auch. Und diese Salmoniden kann man hier hinten an der kleinen Fettflosse erkennen. Hier ist so eine kleine Fettflosse.
Der Saibling hat ein rotes Fleisch, sehr schmackhaft. Dieses rote Fleisch der Fische, auch beim Lachs, kommt durch die Ernährung des Fisches. Die fressen oft auch diese kleinen Krebse, Bachflohkrebse. Und diese Krebse sind so, wie wenn man die Garnelen oder Gambas, wenn ihr die kennt, wenn man die erhitzt, dann verfärben die sich auch rot. Da ist also dieser rote Farbstoff drin. Und ja, daher kommt die Farbe des Fleisches. Das hier ist kein Wildfang. Man kann das hier hinten an der Flosse erkennen. Die Flosse ist nicht so schön ausgefächert oder gefiedert wie bei einem wilden Fisch, der alleine lebt. Dieser Saibling lebte mit vielen anderen Fischen in einem Becken zusammen und man sieht es immer hinten an der Flosse eben, die ist so etwas, ja, wie soll man sagen, ausgefranst, etwas hinten abgestutzt. Kommen wir zu den Zutaten. Ich habe hier Gemüse für die Suppe, Fenchel, Lauchzwiebel, Karotte, Petersilienwurzel, Sellerie, Knoblauch, Paprika für die Farbe, Ingwer für den asiatischen Touch, etwas Chili. Und hier etwas Brot, da mache ich mir gleich Röstbrot, so als Vorspeise mit Knoblauch. Hier ist eine Gewürzmischung drin mit Curry, Kerbel, Lorbeerblättern. Hier nebendran sind die Kapern, auch für die Vorspeise für mein geröstetes Brot mit Knoblauch. Salz darf nicht fehlen und hier etwas Butter. Hier ist mein Stanley Kochset mit dem großen Topf, einer Schöpfkelle, einer Schüssel und einem Schneidebrettchen, auf dem ich gleich mein Gemüse schneide. Hier sind sogenannte Mi-Nudeln, die dürfen in der asiatischen Suppe bei mir nicht fehlen und die sind sogar Bio-Organic und von Alpgold aus meiner schwäbischen Heimat und die stellen jetzt auf der Schwäbischen Alb sogar Mi-Nudeln her und es freut mich natürlich, die schmecken super lecker, Leute. Wenn ihr mal im Bioladen seid, dann schaut mal nach diesen Mi-Nudels von Alpgold, sehr, sehr lecker. Gekocht wird das Ganze hier auf Spiritus mit meinem kleinen Spirituskocher, den ich in den Hobokocher reingesetzt habe. Ja, der Hobokocher ist von Bushcraft Essentials und der ist für solche größeren Kochaktionen immer genau das Richtige für mich. Und der Spiritus ist auch für mich hier wunderbar. Ich brauche kein Holz machen, fülle einfach immer wieder etwas Spiritus nach und ja, kann darauf wunderbar kochen. Als allererstes mache ich mir mein Knoblauchbrot, weil ich so einen großen Hunger habe und immer ein Freund von Vorspeisen bin. Ich habe hier einfach mein Töpfle, mache da jetzt etwas Butter rein, schneide das Brot etwas kleiner, dass es in den Topf hineinpasst und werde es dann anrösten in Butter und hinterher mit Knoblauch einreiben und habe dann ja, so eine kleine Vorspeise, sage ich mal. Ja, für den ersten großen Hunger ist es schon mal sehr schmackhaft und jetzt kann ich in Ruhe weitermachen und mich um meine Suppe kümmern. Ja, schaut mal Leute, noch ein kleiner Trick von mir. Wenn ihr wollt, dass euer Geschnittenes schön aussieht, dekorativ, dann schneidet nicht gerade so, versucht schräg zu schneiden. So. Mal schauen, ob man das so sehen kann. Genau, solche Längsstreifen. Oder mit der Frühlingszwiebel geht es auch. Ich kann natürlich so gerade schneiden, da habe ich solche Ringe, aber ich kann auch so schräg schneiden und dann sieht es wieder ganz anders aus. Das sieht auch sehr schön aus, wenn ihr zum Beispiel Obst so schneidet, so Bananenscheiben zum Beispiel. Das wirkt immer etwas anders, wenn ich es so schräg runterschneide. Ich bin gerade fleißig am Fenchel schneiden, rohe Fenchelknolle. Und wusstet ihr, dass die Gladiatoren auch rohen Fenchel zum Essen bekamen, damit sie stark sind, damit sie kämpfen können? Ja, kommen wir zum Fisch und zum Zerkleinern des Fisches, nämlich dieses Hallermesser. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Es hat hier so eine schöne, schmale, scharfe Klinge, mit der man bestimmt auch gut Fische ausnehmen kann. Und ich möchte das jetzt einmal ausprobieren. Der Vorteil an einer Suppe ist, dass ich den ganzen Fisch verwerten kann. Ich brauche da nicht großartig rumfilettieren. Und das ist auch wichtig hier draußen, ja, Ressourcen zu sparen, alles zu nutzen vom Tier. Ich könnte theoretisch vom Kopf bis zum Schwanz alles in die Suppe reinmachen. So, jetzt habe ich also hier solche Stücke, die sind ideal für die Fischsuppe. Die Stücke sollten nicht kleiner sein, sonst zerfällt mir das alles. Ich möchte gern schauen und sehen, was in meiner Suppe drin ist. Und
sieht doch wunderbar aus. Wunderschön. Zum Umrühren nehme ich diese Petersilienwurzel, die lasse ich gerne ganz. Und auch wenn die dann fertig gekocht ist, nehme ich sie so in die Hand und esse sie dann einfach. Die Gewürze schon mal hinzugeben. Leicht mitschwitzen. Vorsicht, dass die Gewürze nicht verbrennen. Jetzt gebe ich die Fischstücke hinzu. Jetzt gieße ich Wasser auf. So Leute, ja, also ein bisschen mehr als bedeckt Wasser einfüllen, weil ich nachher für diese Mie-Nudeln nochmal ganz schön Flüssigkeit brauche. Die Nudeln, die brauche ich nur ins kochende Wasser reinlegen, das Ganze ziehen lassen und dann garen die von alleine. Ja, das Schöne bei so einem Eintopf ist, dass er, wenn er zubereitet ist, vor sich hin köcheln kann. Hier mache ich jetzt einfach den Deckel drauf. Etwas Salz hat natürlich noch hineingehört. Lasse es jetzt langsam durchköcheln und in der Zwischenzeit mache ich hier wieder klar Schiff. Wasche meine Schüsselchen, mein Brettchen im Bach drüben. Und dann werde ich mich mal kurz in Ruhe hinsetzen und hier die Atmosphäre und den wunderschönen Platz hier im Wald genießen. Ja Leute, Zeit, einen Haps von der Suppe zu probieren. Ich habe noch nicht vorher probiert, ganz ehrlich, damit ihr genau meine Reaktion seht. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Da sind auch oben schon schöne Fettaugen drauf. So muss das sein. Die Kräuter schwimmen auch oben. Und ja, ich habe jetzt etwas auf meinen Löffel genommen. Oh. Uiuiui. Köstlich. Ich schmecke sehr viele Aromastoffe, was gewollt ist bei dieser Suppe. Ich wollte sie richtig scharf haben, also richtig geschmacksvoll. Ich schmecke Ingwer, ich schmecke Chili-Schärfe, das Curry leicht durch, den Fisch, oh, ausgezeichnet. Mich fröstelt es schon ein wenig am Körper, weil ja, wir sind hier im Schwarzwald. Es ist immer noch richtig knackig kalt, es schneit auch mal immer wieder so Graupel. Und einfach fantastisch, ich freue mich. Ja, jetzt lege ich mir einfach hier so ein Päckchen von diesen Mie-Nudeln rein. Einfach reinlegen, dann mache ich den Deckel wieder drauf vom Topf. Lass es jetzt noch einmal aufwallen, noch einmal aufkochen und dann ist meine Suppe fertig. Meine lieben Zuschauer, so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Wir haben hier so als Grundsubstanz die Nudeln, Brühe. Hier die Garnitur, die Chili, Frühlingszwiebel, den Fisch. Man sieht noch schön seine Maserung des Fisches. Wunderbar, auch toll fürs Auge anzuschauen. Und jetzt werde ich mir einfach ein gemütliches Plätzchen suchen und dann mich hinsetzen und essen. Guten Appetit, Leute. Es ist doch herrlich. Jetzt natürlich die Frage, wie isst man den Fisch hier draußen? Und ja, wir sind hier im Wald, da wird der Fisch einfach mit den Fingern gegessen und ja, ich entferne hier etwas die Haut und der Fisch ist schön durchgekocht, der zerfällt auch leicht. Ich kann mir einfach hier solche Stücke herunterreißen, sage ich mal, die Gräten lösen sich auch leicht ab und ja, wunderbares rosanes Fleisch. Herrlich, richtig gut. Sehr, sehr lecker. Also Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen und ja, ich hoffe, dass ihr auch sowas Leckeres bei euch kocht, wenn ihr outdoor-mäßig unterwegs seid und ja, macht einfach mal ein paar Bilder, schickt mir bei Instagram eure Bilder oder postet es bei mir an die Seite von der Facebook-Seite, damit ich sehe, was ihr so treibt im Wald und ja, ich wünsche euch einfach alles Gute, genießt die Zeit hier draußen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssli. Beim Biber ist es so, dass er ein reiner Pflanzen- und Kräuterfresser ist. Und er frisst auch gern diese Rinde von den Bäumen hier. Gerade von solchen Weidenbäumen oder von den Pappeln. Und ja, das ist seine Nahrung.